Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Heute wollen wir unser eigenes Motivpapier stempeln. Das Motivpapier kannst du nehmen als Geschenkpapier, du kannst aber auch daraus eigene digitale Papiere machen, ganz wie du magst. Und dazu werden wir das nicht nur stempeln, wir können das auch in unser fotografieren und in unseren Computer eingeben und dort weiter bearbeiten. Und genau das werden wir jetzt erst einmal tun. Für unser Projekt benötigen wir einen Aquarellblock, einen Silikonstempel nach Wahl. Ich habe jetzt hier den mit den Pusteblumen genommen. Und dann geht es auch schon los. Wir nehmen jetzt von unserem Silikonstempeln einen ab und kleben den auf diesen Acrylblock drauf. Den brauchen wir natürlich auch. Da gibt es so ein ganzes Set. Und nimmst einfach ein passendes und drückst den da drauf. Und dann benetzt man das Ganze auch schon mit der Stempelfarbe. Aber einmal richtig festdrücken, das ist wichtig, mit dem Stempelkissen benetzen. Und dann geht es auch schon los. Und du nimmst einfach dein Motiv, dein Wunschmotiv, und druckst es auf einen Bereich deines Blocks. Du musst gar nicht den ganzen Block bedrucken, das können wir später am Computer sehr viel besser bearbeiten und sehr viel größer machen. Du kannst natürlich einen größeren Bereich nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal hier einen kleineren Bereich und drehe das Motiv ein bisschen, einmal nach links, einmal nach rechts, einmal nach oben, einmal nach unten, damit das einfach ein bisschen variantenreicher wird und ein bisschen schöner aussieht, und stempel einfach mal wild drauf los. Ne? Das Ganze mache ich jetzt mit verschiedenen Stempeln, damit es ein bisschen schöner aussieht. Du kannst natürlich auch nur einen nehmen. Also das ist jetzt hier ganz deiner Kreativität überlassen, wozu auch immer du Lust hast. Ich habe den Link hier unten in der Infobox für dich, sodass du auch diese Stempel direkt findest. Ich finde das toll, dass die recht günstig sind. Es dauert zwar ein paar Tage, bis sie da sind, weil die wohl nicht aus Deutschland kommen. Aber abgesehen davon sind das wirklich sehr schöne und auch qualitativ gute Stempel, die man immer wieder verwenden kann. Und du siehst, ich mache jetzt mit dem zweiten Motiv genau dasselbe. Ich mache jetzt eine Pusteblume nach oben, eine nach unten, von oben, von unten, von der Mitte, von der Seite. Immer mal ein bisschen drehen, damit das ein bisschen variantenreicher wird und so langsam aber sicher zu einem Motiv wird, zu einem Motivpapier. Ja, mein Motivpapier ist jetzt fertig. Ich habe verschiedene Motive gestempelt und du siehst, ich habe gar keinen allzu großen Bereich gemacht. Und jetzt nehme ich mein iPad. Du kannst natürlich dein Tablet, dein Smartphone oder was auch immer du als Fotoapparat nutzen kannst, nehmen und dann von deinem Motivpapier ein Foto machen. Scharfstellen nicht vergessen. Und auch wenn es ein bisschen flimmert, das ist jetzt gar nicht schlimm. Hauptsache, ich habe jetzt erstmal mein Foto gemacht. Ich mache das jetzt hier ein bisschen kleiner und dann bearbeite ich das weiter am Computer. Sobald du die Datei nun auf den Computer übertragen hast, öffnest du sie in Photoshop und dann wollen wir erstmal mit der Korrektur das Ganze heller machen. Dazu nehme ich Helligkeit und Kontrast und ziehe die Helligkeit bis ganz nach oben. Das geht leider zulasten der Motivstruktur, also des Motivpapiers, der Struktur des Papiers, aber dafür habe ich die einzelnen Bereiche hier prima ausgewählt und das mache ich jetzt auch. Ich wähle einmal drumherum aus und mach dann Command C oder einfach bearbeiten, kopieren, und mach dann Command V oder eben
bearbeiten, einfügen und drehe mir meine Motive so, wie ich das haben möchte. Jetzt habe ich die nämlich alle einzeln und kann die verkleinern und vergrößern und noch hier einfügen in mein Motivpapier. Damit wird das Ganze ein bisschen dichter und dementsprechend ist dann auch später schöner anzusehen. Du siehst, ist immer dasselbe, ist Datei, nee, oder ist Bearbeiten, Kopieren und Bearbeiten, Einfügen oder STRG C und STRG V auf dem Windows-Computer. Mach das immer wieder rein und drehe mir das Ganze so, wie ich das haben möchte. Das kann ich mit so vielen Motiven machen, wie ich das möchte. Das bleibt dir ganz überlassen, was du halt schön findest. Ne? Also du gehst immer wieder drumherum, wählst die einzelnen Motive aus, kopierst die, fügst die wieder ein und machst sie dann größer oder kleiner und packst sie auf dein Motivpapier. Als nächstes wollen wir jetzt dieses Papier als Muster festlegen. Und nun gehen wir auf Bearbeiten und Muster festlegen. Jetzt kann ich der ganzen Sache einen Namen geben. Bei mir ist es einfach Pusteblume. Und damit ich das gleich wieder finde. Nur. Und dann gehe ich auch schon hin und öffne ein neues Dokument. Einfach Datei neu, wähle mein A4-Dokument aus und habe dann hier ein Dokument, was ich hinterher ausdrucken will. Du kannst das natürlich in jeder beliebigen Größe machen. Du gehst auf den kleinen Kreis und füllst das Ganze mit dem Muster. Wenn ich jetzt hier über auf 100% gehe, kann ich das Ganze noch größer und kleiner machen. Und du siehst schon, wie schön das wird. Das kann ich jetzt ganz allein bestimmen, je nachdem, was du jetzt daraus machen möchtest. Ne? Ich mache das hier ein bisschen kleiner, damit ich das Ganze nun etwas dichter auf meinem Papier habe. Und du siehst auch schon, das hat schon Früchte getragen. Und mit Command P oder STRG und P oder Datei drucken, kann ich das Ganze auch schon ausdrucken. Und ich setze hier noch einmal die Deckkraft runter, damit man das nicht
einfach damit es noch eine andere Variante gibt. Wenn du zum Beispiel ein Geschenkpapier davon machen möchtest, dann gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, wie hier du das jetzt sehen kannst, das Ganze etwas dicker zu drucken oder eben etwas heller. Das ist, wenn ich die Sichtkraft verringert habe, dann sieht man das nur noch ganz leicht. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Motivpapier erstellen. Du kannst natürlich ganz viele verschiedene Motivpapiere auch schon mit recht wenigen Stempeln erstellen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.